بسم الله الرحمن الرحيم، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أكرم الأكرمين. أما بعد، Wir sind mit dem Buch ein Auszug aus dem Gesamtwerk Al-Muwatta Imam Malik, der geebnete Pfad von Imam Malik, Buch des Fastens, Kapitel 18. Rahimahullah. Und wir sind beim Kapitel 14 angekommen. Das Fasten einer Person, die unabsichtlich jemanden tötet oder tötete, und das Fasten einer Person, welche die Form der Rückenschwurscheidung aussprach. Die Rückenschwurscheidung ist eine illegale Form der Scheidung und gilt im islamischen Recht als Beleidigung. Dies impliziert, dass sich der Mann, der seine Frau als seiner Mutter oder Schwester ähnlich erklärt, der Sünde schuldig macht. Es ist gesetzlich verboten und die Handlung hat keine gültige Scheidung zur Folge. Trotzdem gibt es eine Strafe. Und hier genauso wie dieses Raqaba, das Freilassen von einem Hals, also von einem Sklaven, hat man hier dieses Rücken. Der Rücken ist ja eigentlich, von dem besteht eigentlich der ganze Mensch. Und genau gesagt, das Ende der Wirbelsäule. Und wenn man sagt, der Rücken oder Enti alayya, wenn man sagt Enti alayya ka dhahri ummi, also du bist für mich wie der Rücken meiner Mutter, so meint man genauso wie meine Mutter. Also die ganzen Urteile, die ganzen Ahkam sind genauso wie bei dir. Und damit kommt dann eben, du bist auch für mich so Mahram wie meine Mutter. Fangen wir mit dem ersten Hadith an. Haddathani Yahya wa sami'tu Malikan, sami'tu von sami'a. Und sami'a bedeutet hören. Malikan yaqul. Und dieses tu, also ich hörte. Malikan yaqul, ahsanu ma sami'tu fi man wajaba alayhi siyamu shahrayni mutatabi'in fi qatli khata'in. Khata' bedeutet falsch. Und qatli khata', also das Töten, falsch, das falsche Töten. Weil bei Ahnaf gibt es fünf Arten von Töten. Es gibt Qatl Amd, also das absichtliche Töten. Shibh Amd, was ähnlich ist vom Absichtlichen. Und dann Qatl Khata, das falsche Töten. Shibh ma yajri majra al Khata, also was mit deren reinkommt. Und Qatl Bisabab, also aus Grund getötet. أو تظاهر oder أو تظاهر تعرض له مرض يغلبه ويقطع عليه صيامه أنه إن صح من مرضه وقوي على الصيام فليس له أن يؤخر ذلك وهو يبني على ما قد مضى من صيامه وكذلك المرأة التي يجب عليها الصيام في قتل النفس خطأ إذا حاضت بين ظهري صيامها أنها إذا طهرت لا تؤخر الصيام وهي تبني على ما قد صامت وليس ليس سوس في نشت بس نفعب وليس لأحد وجب عليه صيام شهرين متتابعين في كتاب الله أن يفطر إلا من علة مرض أو حيضة وليس له أن يسافر فيفطر قال مالك وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. Yahya berichtete mir, und ich selber hörte Malik sagen, das Beste, was ich darüber gehört habe, dass jemand, der 2 Monate als Sühne hintereinander fasten muss, weil er aus Versehen jemanden getötet oder die Form der Rückenschwurscheidung ausgesprochen hat, dann aber sehr krank wird und sein Fasten deshalb abbrechen muss, ist, dass er, wenn er sich von seiner Krankheit erholt hat und stark genug ist, um zu fasten, dies nicht hinauszögern darf. Er setzt sein Fasten dort fort, wo er aufgehört hat. In ähnlicher Weise soll eine Frau, die als Sühne fasten muss, weil sie aus Versehen jemanden getötet hat, so soll sie das Fasten nicht hinauszögern. Und sie soll ihr Fasten wieder aufnehmen. Sobald also, sie nach ihrer Periode... Kannst du die Seite bitte umblättern? Oh. Danke. Nochmal von oben. Dann aber sehr krank wird und sein Fasten deshalb abbrechen muss, ist, dass er, wenn er sich von seiner Krankheit erholt
und stark genug ist, um zu fasten, dies nicht hinauszögern darf. Er setzt sein Fasten dort fort, wo er aufgehört hat. In ähnlicher Weise soll eine Frau, die als Sühne fasten muss, weil sie aus Versehen jemanden getötet hat, so soll sie das Fasten nicht hinauszögern und sie soll ihr Fasten wieder aufnehmen, sobald sie nach ihrer Periode rein geworden ist. Sie setzt ihr Fasten an der Stelle fort, an der sie aufgehört hat. Niemand, der gemäß dem Buch Allahs zwei aufeinanderfolgende Monate fasten muss, darf sein Fasten unterbrechen. Es sei denn, aufgrund von Krankheit oder Menstruation. Er darf auch nicht reisen, um dadurch sein Fasten absichtlich zu unterbrechen. Malik sagte, das ist das Beste, was ich bisher über diese Angelegenheit gehört habe. Wallahu a'lam. Im nächsten Kapitel, Kapitel 15, was ein Kranker beim Fasten tun soll. قال يحيى سمعت مالكا يقول الأمر الذي سمعت من أهل العلم أن المريض أهل bedeutet sowas wie die Leute vom Wissen أهل العلم أن المريض der Kranke إذا أصابه المرض مريض der Kranke مرض die Krankheit الذي يشق عليه الصيام معه ويتبعه ويبلغ ذلك منه فإن له أن يفطر وكذلك المريض الذي اشتد عليه القيام في الصلاة وبلغ منه وما الله أعلم بعذر ذلك من العبد ومن ذلك ما لا تبلغ صفاته فإذا بلغ ذلك صلى وهو جالس ودين الله يسر وقد أرخص الله للمسافر في الفطر في السفر وهو أقوى على الصيام من المريض قال الله تعالى في كتابه فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فأرخص الله للمسافر في الفطر في السفر وهو أقوى على الصوم من المريض فهذا أحب ما سمعت إليه وهو الأمر المجتمع عليه ich mach mal hier die Klammer zu. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر so. okay. Yahya berichtete, ich höre, wie Malik sagte, was ich von den Menschen des Wissens gehört habe, ist, dass wenn ein Mensch einer Krankheit ausgesetzt ist, die ihm das Fasten sehr schwer macht und ihn erschöpft und ermüdet, er sein Fasten brechen kann. Hier natürlich habe ich bei den Schafiiten gelernt, dass man auch den Doktor fragen soll. Also eigentlich muss man einen Doktor fragen, der adil ist, also der nicht fasiq ist und muslimisch ist, damit er dann entscheiden kann, ob man das Fasten brechen darf oder nicht. Genauso, weil jeder kann einfach sagen, es ist für mich schwer. Da muss man ein Maß haben. Genauso wie bei einem Kranken im Gebet, der das Stehen als zu schwierig und anstrengend empfindet. Hier habe ich auch gehört, dass man nicht zum Beispiel sagen kann, ich arbeite zum Beispiel den ganzen Tag, 12 Stunden, und dann komme ich zum Gebet und sage, ja, ich habe Schmerzen und so weiter. Und dann sitze ich. Also für die Arbeit steht man gerne 12 Stunden, aber für das Gebet nicht. Das geht nicht. Und Allah weiß besser als der Diener, dass es für ihn eine Entschuldigung ist, wenn die Person sich in einem solchen Zustand befindet. Betet sie im Sitzen und die Religion Allahs ist Erleichterung. Allah hat einem Reisenden erlaubt, auf Reisen das Fasten zu brechen, obwohl er mehr Kraft zum Fasten hat als eine kranke Person. Allah, der Erhabene, sagt in seinem Buch, und wer von euch krank ist oder sich auf einer Reise befindet, soll eine Anzahl anderer Tage fasten. Somit hat Allah einem Reisenden erlaubt, auf einer Reise das Fasten zu brechen. Und tatsächlich ist ein solcher fähiger zum Fasten als ein Kranker. Und dies gefällt mir am besten. Im nächsten Kapitel, das Fastengelübde und das Fasten für eine verstorbene Person. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن رجل نذر. نذر ist sowas wie ein Gelübde. صيام شهرا oder شهر هل له أن يتطوع
فقال سعيد يبدأ بالنذر قبل أن يتطوع قبل فور. Ich berichtet mir von Malik, dass er hörte, dass Sa'id ibn al-Musayyab gefragt wurde, ob ein Mann, der zuvor gelobt hatte, einen Monat zu fasten, freiwillig fasten könne. Sa'id antwortete, er soll zuerst sein Gelübde erfüllen, bevor er freiwillig fastet. Und das ist, glaube ich, bei uns besser, wallahu alam. Also man muss es nicht. Wallahu Worum geht's? Was heißt gelobt hatte? Gelobt von Gelübde. Also er hat ein Gelübde ausgesprochen. Er sagt zum Beispiel, ich werde, oder eine Person sagt, hier muss man achten, dass man nicht selbst das mit seinen Wörtern sagt, sonst hat man wirklich ein Gelübde gemacht und genauso bei der Scheidung. Wenn eine Person zum Beispiel sagt, ich habe oder ich will, auf Arabisch hieß das, لو قال رجلا Wallahi, la'asumanna masalan thulutha. Also, Wallahi, ich werde den Donnerstag oder den Freitag oder den so und so oder so viele Tage fasten. Hier zum Beispiel, dass er einen Monat fasten wird. Also, er schwört sozusagen, er gibt ein Gelübde, er gelobt oder er hat gelobt, dass er einen Monat fasten wird. Und jetzt ist die Frage, soll ich als erstes damit anfangen oder soll ich als erstes mit dem, oder kann ich als erstes ein ganz normales Nafile fasten? Hast du es jetzt verstanden? Ja. Genau. Und hier ist dann eben die Frage, ob ich Nafile fasten darf und dann nachher mein Gelübde machen kann oder muss ich als erstes das machen und dann nachher kann ich die Nafile. Ich glaube, bei uns ist es doch so, dass wir zuerst fasten müssen, oder? Zuerst das Gelübde öffnen müssen. So wie hier auch. Wallahu alam, das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Okay. Ich hätte auch nicht viel Zeit, nachzuschauen. Lass weiter mal, egal. Okay. قال مالك وبلغني عن سليمان ابن يسار مثل ذلك. مثل, also wie das gleiche. قال مالك من مات وعليه نذر من رقبة يعتقها أو صيام أو صدقة أو بدنة فأوصى بأن يوفى ذلك عنه من ماله فإن الصدقة والبدنة في ثلثه وهو يبدى على ما سواه من الوصايا. وصايا bedeutet sowas wie Testament, was man nach dem Testamente, وصايا Testamente, وصية Testament. Und auf Türkisch glaube ich auch Vesiyat oder so. إلا ما كان مثله وذلك أنه ليس الواجب عليه من النذور وغيرها كهيئة ما يتطوع به مما ليس بواجب وإنما يجعل ذلك في ثلثه خاصة دون رأس ماله لأنه لو جاز له ذلك في رأس ماله لأخر المتوفى مثل ذلك من الأمور الواجبة عليه حتى إذا حضرته الوفاة وصار المال لورثته سمى مثل هذه الأشياء التي لم يكن يتقاضاها منه متقاض فلو كان ذلك جائزا له أخر هذه الأشياء حتى إذا كان عند موته und موت bedeutet tot سماها وعسى أن يحيط بجميع ماله فليس ذلك له. Jetzt wird es ein bisschen schwierig. Bismillah. Malik sagte hierzu, das Gleiche habe ich von Suleiman ibn Yasar gehört. Malik sagte weiterhin, wenn jemand mit einem nicht erfüllten Gelübde, wie einen Sklaven zu befreien, also er sagt, Wallahi, ich werde einen Sklaven befreien, oder zu fasten, oder eine Sadaqa, also Wallahi, er sagt, Wallahi, ich werde so und so fasten, oder ich werde so und so viel Sadaqa geben, zu geben, oder ein Kamel herzugeben, stirbt. Er hat das nicht gemacht und ist gestorben. Und ein Vermächtnis macht, also Miras, Erbschaft, dass sein noch offenes Gelübde aus seinem Nachlass erfüllt werden soll, dann wird die Sadaqa und das Hergeben des Kamels aus einem Drittel seines Nachlasses genommen. Also er hat ein Geld und das teilen wir dann in drei. Ein Drittel oder dieses, von diesem Geld, ein Drittel darf daraus nehmen wir die Schulden und seine Gelübde zum Beispiel.
Wenn aber das Geld nicht ausreicht, dann guckt man, ob die Leute oder die Verwandten, die Geld bekommen haben, ob die das dann zum Beispiel ausgeben, ob freiwillig. Oder ob andere Leute das machen würden. Ansonsten bleibt dieses Haq, bleibt dieses Recht bei ihm. Und wenn die Person nicht verzeiht hat, also wenn es mit einer Person zu tun hat, zum Beispiel bei Schulden, dann wird Yawm al-Qiyamah das abgerechnet. Es wird diesem gegenüber anderen Vermächtnissen, mit Ausnahme von Dingen ähnlicher Art, der Vorrang gegeben. Denn durch sein Gelübde ist es ihm zur Pflicht geworden, und dies ist bei etwas, das er freiwillig spendet, nicht der Fall. Sie, und achtet jetzt hier, wie das übersetzt worden ist. Ihr werdet hier jetzt merken, immer sie und das und jenes und so weiter. Und man muss das jetzt in Klammern legen und erklären, weil sonst würde es man nicht verstehen. Und das ist der Unterschied zwischen einer Übersetzung, wenn man die Übersetzung liest, und wenn man das Arabische liest. Wenn man das Arabische liest, braucht man einen Lehrer. Man braucht irgendwie eine Erklärung. Man braucht ein zweites Buch oder so. Aber die Übersetzer, die haben das so einfach gemacht, dass die Menschen nicht verstehen können, was der Unterschied ist. Oder dass sie denken, man kann einfach im Buch lesen. Geht eigentlich nicht. Weil die Übersetzer, die haben das so übersetzt, wie sie es verstanden haben. Es kann auch sein, dass es ein Fehler kommt. Sie, die Gelübde und freiwillige Spenden, werden aus einem begrenzten Drittel seines Nachlasses beglichen und nicht aus dem gesamten Nachlass. Denn wenn nämlich der Sterbende frei über seinen gesamten Nachlass verfügen könnte, und achtet hier, könnte er die Regelung dessen, was ihm obliegt, das heißt seiner Gelübde, herauszögern, sodass er, wenn der Tod bei ihm eintritt und der Nachlass in die Hände seiner Erben übergeht, diese Angelegenheiten, das heißt seine Gelübde, somit vererbt. Also, er hat zum Beispiel Geld, Vermögen, und wenn wir sagen würden, dass er Kontrolle hat über sein ganzes Besitz, nachdem er gestorben ist, so hat er zum Beispiel so viele Gelübde ausgegeben. Er hat so viele Wasiyya geschrieben, und das alles wird dann vom Miras genommen. Und daher bleibt für die Warasa, für die Verwandtschaft, die dann erben, oder für die Leute, die erben, gar kein Geld mehr. Das würde dann eine Katastrophe sein. Und somit vererbt hat die von niemand oder die von niemandem eingefordert werden, wie Schulden. Wenn ihm das, und achtet wieder hier, das, und hier muss man wieder übersetzen, das heißt, frei über seinen Besitz zu verfügen, erlaubt wäre, würde er diese Dinge, das heißt seine Gelübde, aufschieben, bis er dem Tode nahe ist. Also der würde die ganze Zeit Gelübde ausgeben, so viele Wörter aussprechen, er würde nichts, auf nichts achten und das dann aufschieben, damit er es nicht bezahlen muss, sondern die Urlasser, die Erbschaft dann das Problem bekommt, bis er dem Tode nahe ist. Er würde die bestimmen und sie könnten seinen gesamten Nachlass in Anspruch nehmen. Das darf er nicht tun. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله ابن عمر كان يسأل هل يصوم أحد عن أحد أو يصلي أحد عن أحد فيقول لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد. أحد bedeutet hier sowas wie jemand, nicht eins. Und berichtet wurde mir von Malik, dass er hörte, dass Abdullah ibn Umar gefragt wurde, kann jemand für einen anderen fasten oder das Gebet für einen anderen verrichten? Er antwortete, keiner kann für jemanden anderen fasten oder das Gebet für einen anderen verrichten. Und hier gibt es, glaube ich, auch andere Hadithe. Wallahu a'lam. Okay. Auf der nächsten Seite. Der 17. Kapitel ist ein bisschen lang, deswegen bleiben wir hier inshallah stehen. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rabbana afina wa afu anna wa ahfazna bi asrari al-Fatiha.